Du wirst es bereits festgestellt haben, wenn deine Beziehung zu deinem narzisstischen Partner beendet ist. Du stehst vor einem riesigen Scherbenhaufen, vielleicht vor dem Scherbenhaufen deines Lebens. Und du hast Fragen. Du hast Fragen an deinen Ex-Partner, musst aber feststellen, dass der entweder bereits bei der Next ist und dir lediglich kalt lächelnd zu verstehen gibt, tja, dein Pech, aber wo wir gerade dabei sind, freu dich doch mal für mich, dass es mir jetzt so gut geht. Ja, an solchen Aussagen kann man dann schon verzweifeln. Oder aber, wenn er zumindest offensichtlich noch keine Next am Start hat, wird er dich mit Anschuldigungen überhäufen und aller Wahrscheinlichkeit nach auch noch eine Schmierenkampagne starten. Und du stehst mit deinen Fragen allein da und fragst dich, in was für einen schlechten Film bin ich hier eigentlich geraten? Dein Leben mit deinem Ex zieht in diesem Moment an dir vorbei und du siehst den Menschen, der zu Anfang der Beziehung war und du siehst all das, was danach passiert ist, wo dir immer und immer wieder erzählt wurde, dass alles, was in dieser Beziehung schiefgelaufen ist, einzig und allein deine Schuld war. Du möchtest in dieser Situation ein Einsehen bekommen. Du möchtest die Worte hören, ja, auch ich habe Fehler gemacht. Aber all das bleibt dir verwehrt und du weißt ganz genau, auch wenn du von Narzissmus keine Ahnung hast, dass beileibe nicht alles deine Schuld war. Und dass es zumindest für dich das Normalste auf der Welt ist, eine Aussprache zu führen, nachdem es ihr alles erlebt habt. Ihr habt vielleicht Jahre miteinander verbracht und vielleicht gemeinsam eure Kinder großgezogen. Ja, und für dich ist es auch das Normalste auf der Welt zu sagen, ja, auch ich habe Fehler gemacht. In diesem Video schauen wir uns einmal an, warum es für einen Narzissten das Normalste auf der Welt ist, mit einem Fingerschnippen einfach so aus deinem Leben zu verschwinden, dich allein vor deinem Scherbenhaufen stehen zu lassen, warum er dich zur Persona non grata, also zur unerwünschten Person erklärt, und warum es für ihn so leicht ist, so zu tun, als ob es dich niemals in seinem Leben gegeben hätte. Nach dem Intro geht's los. Eine Anmerkung vorweg. Natürlich können auch nicht toxische Beziehungen scheitern. Und natürlich haben die ehemals verbundenen Partner jedes Recht der Welt, sich einen neuen Partner zu suchen. In diesem Video beleuchten wir aber, wie eine toxische Beziehung beendet wird. Eine Beziehung, in der manipuliert wurde und in der der Partner oder die Partnerin eines toxischen Menschen emotional missbraucht wird. Und in so einer Beziehung stimmt so manches nicht und es stimmt auch das Ende einer solchen Beziehung nicht, weil es eben halt keine Aussprache und keinen Abschluss gibt. Und wahrscheinlich auch unmittelbar nach der Trennung wie von Zauberhand die Next am Start ist. Und dieses Szenario schauen wir uns einmal an. Ihr habt, wie gesagt, vielleicht Jahre miteinander verbracht. Ihr habt viel aufgebaut. Vielleicht hast du in seiner Firma mitgeholfen, ihn vielleicht sogar zu dem Menschen gemacht, der er heute ist. Ein Mensch, der nun seine eigene Firma hat, ein schickes Auto fährt und ein ordentliches Einkommen hat. Ihr habt vielleicht gemeinsam eure Kinder großgezogen, ihr habt gemeinsam vielleicht ein Haus gebaut und dann kommt der Tag, wo du von einem Tag auf den anderen ersetzt wirst. Und du fragst dich, wie kann das angehen, dass all das, was wir gemeinsam aufgebaut haben, wie kann das angehen, dass all das einfach so für eine neue von heute auf morgen aufgegeben wird? Wie kann es sein, dass dieser Mensch eine langjährige Beziehung einfach so wegwirft? Wie kann es sein, dass er, nachdem unsere Beziehung beendet ist, noch nicht einmal trauert über das, was nun aus und vorbei ist? Du sagst dir in diesem Moment, ich würde trauern und viel Zeit brauchen, diese Trennung zu verarbeiten. Ich könnte mir beim besten Willen nicht einfach so einen neuen Partner in mein Leben holen. Der neue Partner wäre ja auch vollkommen überfordert mit meiner Trauer, vollkommen überfordert mit der Unordnung, die nach der Trennung in meinem Leben ist. Du weißt, es wäre dem neuen Partner gegenüber nicht fair, so zu handeln, weil dein Kopf alles andere als frei ist und deine Emotionen alles andere als bereit sind für eine neue Beziehung.
Aber dein Ex kann das und dein Ex macht das. Und du hast in diesem Moment unglaublich viele Fragen. Als erstes fragst du dich natürlich, welche Bedeutung hatte ich eigentlich für meinen Partner, wenn er mich einfach so mit einem Fingerschnippen ersetzt? Welche Bedeutung habe ich jetzt für diesen Menschen, dass er mir klärende Gespräche verweigert? Welche Bedeutung hatte ich für diesen Menschen, dass er nun auch noch eine Schmierenkampagne gegen mich startet? Was ist das für ein Mensch, der nun aller Welt verkündet, dass er nun der glücklichste Mensch auf dieser Welt ist? Er verkündet sein Glück bei euren gemeinsamen Bekannten und Freunden. Er teilt sein Glück auf Social Media wie Facebook und Instagram. Was ist das für ein Mensch, der so etwas macht, fragst du dich. Meine Antwort: So etwas machen Menschen, die niemals Verantwortung weder für sich noch für andere übernommen haben. So etwas machen Menschen, die ohne Empathie sind. So etwas machen Menschen, die wenig oder keine Moralvorstellung haben. So etwas machen Menschen, die keine Ehre und keinen Respekt haben. Weder sich selbst gegenüber noch anderen Menschen gegenüber. So etwas machen Menschen, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben. Beleuchten wir das Ganze mal ein wenig näher. Du fragst dich, warum hat er von einem Tag auf den anderen seine Next am Start? Die schmerzhafte Antwort und die schmerzhafte Wahrheit dürfte eher sein, er hatte die Next nicht erst am nächsten Tag am Start, vielmehr war diese Next aller Wahrscheinlichkeit schon über Monate, wenn nicht über Jahre, seine Affäre. Und diese Wahrheit tut natürlich noch mehr weh als die Tatsache, dass er ganz kurz nach der Trennung eine neue hat. Du fragst dich vielleicht, warum hatte er all die Zeit eine Affäre? Die Antwort: Ein Mensch mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung kann niemals genug Zufuhr und Aufmerksamkeit bekommen. Er ist innerlich so leer wie ein schwarzes Loch. Du kannst in dieses schwarze Loch alles hineinschmeißen, deine ganze Liebe, deine ganze Wärme, dein ganzes Vertrauen, deine Hingabe, und er wird einmal gulp machen und fragen, war das schon alles? Und weil er einfach unersättlich ist in seiner Sucht nach Zufuhr, hat ein Narzisst eben auch eine Affäre. Oder wie mir in meiner Praxis auch immer wieder berichtet wird, oft nicht nur eine Affäre, sondern so einige Nebenfrauen. Halte dir immer vor Augen, es ist niemals deine Schuld, dass dein Partner eine Affäre angefangen hat, auch wenn er dir genau dies versucht weiszumachen, wenn seine Machenschaften ans Tageslicht kommen. Aber auch für den Fall, dass er tatsächlich erst nach der Trennung eine neue hat, gilt: Dieser Mann trauert nicht um dich. Du fragst dich nun, warum trauert er nicht? Die Antwort: Ein Narzisst ist zu solchen Gefühlen nicht fähig. Um dich trauern würde bedeuten, dass er das Gefühl zulässt, etwas sehr Wertvolles verloren zu haben. Um andere Menschen trauern tut weh. Und ein Narzisst hat in seiner frühen Kindheit beschlossen, dass Gefühle etwas für Weicheier sind und dass Gefühle ihn in seinem Leben keinen einzigen Millimeter weitergebracht haben. Diese Gefühle hat er nun abgespalten. Und die einzige Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen können, ist: Es ging niemals um dich als Individuum. Nein, für ihn, für deinen Ex-Partner, warst du nur Mittel zum Zweck. Du fragst dich, warum gibt es keine Aussprache? Die Antwort: Eine Aussprache würde für einen Narzissten bedeuten, Verantwortung übernehmen zu müssen. Und wenn ein Narzisst etwas meidet, so wie der Teufel das Weihwasser, dann ist es, Verantwortung zu übernehmen. Und ihr da draußen, ihr wisst es. Wenn etwas schiefgelaufen ist, sei es im Beruf oder in eurer Beziehung, stets waren die anderen schuld. Stets warst du schuld. Ein Einsehen, dass auch er Fehler macht oder gemacht hat, wirst du von einem Narzissten niemals bekommen. Das Verhalten solcher Menschen ist schlichtweg feige. Sie drücken sich vor ihrer Verantwortung, sie drücken sich vor einer Aussprache. Und statt sich der Realität zu stellen und anzuerkennen, dass das Leben eben halt kein Ponyhof ist und anzuerkennen, dass das Leben auch kein Wunschkonzert ist, spielen sie lieber den unbefangenen Peter Pan, der immer nur ein Junge sein will und seinen Spaß haben möchte.
Diese Menschen sind die reinsten Energievampire, die mit ihrer scheinbar unbekümmerten Art alles andere als nett und liebenswert sind. Diese Menschen sind hochgradig, egoistisch, verantwortungslos und zudem auch noch manipulativ und ausbeuterisch unterwegs. Das ist die Wahrheit. Und wenn ich Zuschauerkommentare lese, wo geschrieben wird, dass man beim Lesen der Kommentare nicht weiß, wer kränker ist, was nun peinlicher ist, der Partner oder die Zuschauer. Diese Leute, die diese Kommentare schreiben, das sind die Leute, die keine Verantwortung übernehmen und nicht bereit sind, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen und aus der Anonymität meinen, andere der Lächerlichkeit preisgeben zu müssen. Ach so, natürlich werden solche Kommentare von mir gleich gelöscht. Eine Aussprache zu führen, einen Abschluss zu machen, ist für diese Menschen nicht möglich, weil diese Menschen auch ansatzweise nicht verstanden haben, was Commitment ist. Commitment ist das, sich an die Seite des Partners stellen und aller Welt zeigen, seht her, das ist mein Partner, auf den ich stolz bin und zwischen uns passt kein Blatt Papier. Diese Menschen haben es auch während der Partnerschaft nicht geschafft, den anderen zu unterstützen, sondern haben entweder offen oder hintenrum an der Zerstörung des eigenen Partners gearbeitet und haben dich immer wieder klein gemacht. Diese dysfunktionalen Menschen haben es nötig, dich klein zu machen, damit sie sich groß fühlen können. Diese armen Persönlichkeiten haben es nötig, dich eifersüchtig zu machen. Und sie haben es nötig, dir offen oder hintenrum immer wieder klar zu machen, wie bedeutend sie doch sind und dass du dir bitte schön nur recht viel Mühe geben solltest, weil er ja so begehrt ist. Ich sag immer wieder, wie armselig ist so ein Verhalten. Wie armselig sind diese Menschen dran, die triangulieren, lügen, betrügen und manipulieren und sich drehen und winden, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Du siehst, du kannst von solchen Menschen nicht erwarten, dass eine Aussprache stattfindet, geschweige denn, dass ein Abschluss gemacht wird. Und nach all dem, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, solltest du auch froh sein, dass keine Aussprache stattfindet, weil du würdest eh nichts Vernünftiges zu hören bekommen. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch jetzt mit diesem Video ein wenig weiterhelfen können. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.